Dieser Blumenkasten ist es, der Friedhelm Langes Kopfzerbrechen bereitet hat. Was hat es mit diesem ominösen Buddelloch auf sich? Ein schlechter Scherz seiner Nachbarn? Oder vielleicht sogar ein Brecher? Oder doch eine versteckte Kamera? Ich habe erst gedacht, da wollte mich einer ärgern und ähnlich. Und habe den abends wieder zugestopft, die Blümchen wieder zurückgetan in den schönen Blumenkasten. Und dachte, okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das Rätsel löst sich schnell auf. Eine Flugente war es, die das Leben und den Balkon von Friedhelm durcheinander brachte. Eine brütende Flugente. Und siehe da, es waren zwei Eier drin. Wir dachten, zwei Eier, das gibt's ja nicht. Und wie es das gab, nur blieb es nicht bei den zwei Eiern. Es kamen mehr dazu. 3, 4, 5, 6 und bis heute sind es bereits 9 Eier, die sich im Nest befinden. 9 Küken, für die der Entenvater Friedhelm bereits Namen ausgesucht hat. Tick, trick, truck, track, tock, tuck, track, tack und trock. Ob er die alle auseinanderhalten kann? Den Kleinen soll es an nichts fehlen und deshalb kümmert sich Friedhelm rührend um die werdende Mutter. Er spricht mit ihr und füttert sie. Ich bin ganz schön aufgeregt, vor allen Dingen in meiner Wohnung. Ich muss die Wohnung jetzt entsprechend umbauen, Wasser schlüpfrig machen, damit die kleinen Entchen hier auch durchwatscheln können. Noch 3 Wochen wird Friedhelm mit Entenmama Daisy mitfiebern. Wenn dann die 9, aus heutiger Sicht 9 Enteneier ausschlüpfen, dann bin ich ein ganz stolzer Papa. Ich habe das Schwimmbad schon vorbereitet und wir werden dann auch Gassi gehen zusammen unten an die Pegnitz und werden das die ersten Schwünge gemeinsam machen. Der Abschied von der Entenfamilie wird schwer sein, aber auch Entenküken werden, wie alle Kinder, einmal flügge. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.